Ich habe wieder was zum Testen und zwar von Gennick Vitamin Water Happiness. Hier vorne steht es auch nochmal drauf. Das habe ich aus der Degusta-Box vom Januar und das soll nicht nur kalorienarm sein. Da, kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Ananas-Kiwi für Salzgeschmack. Zutaten ist Wasser, Fructosesirup, Ananassaftkonzentrat, Kiwisaftkonzentrat, Moringa-Extrakt mit 0,1%, Säurungsmittel ist Zitronensäure, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Salflor, Farbstoff ist Brillantblauer, FCF. Ich weiß nicht, was das ist. Vitaminmischung ist Niacin, Pantotensäure, Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Hier sind 500 Milliliter drin und 100 Milliliter haben 19 Kilokalorien. 0 Gramm Fett mit 0 Gramm gesättigten Fettsäuren, 4,5 Gramm Kohlenhydrate, wovon 4,4 Gramm davon Zucker ist. Kein Eiweiß, 0,095 Gramm Salz. Niacin ist 2,4 Milligramm, Pantotensäure ist 0,9 Milligramm, Vitamin B6 ist 0,21 Milligramm, oh Gott, Biotin ist 7,5 und Vitamin B12 ist 0,38. Ha, leider weiß ich nicht, was dieses Zeichen hier bedeutet. Das sieht aus wie ein U oder wie ein P, nur das vom P, also ein P ist ja so, und dass das obere Teil vom P quasi weggeschnitten wurde. Hätte ich mich mal vorher informieren sollen, wa? Ansonsten ist nichts weiter drauf. Ich hatte es im Kühlschrank gekühlt, gelagert, und jetzt bin ich mal gespannt. Als erstes saue ich mir schon mal die Finger ein und wische es am Pullover ab. Es riecht nach Kiwi und Apfel. Ist da überhaupt Apfel drin? Physalis habe ich gerade geschmeckt. Ah nee, Ananas. Soll Ananas sein? Also es riecht eigentlich säuerlich. Ich sag mal so, wenn ich mir jetzt so vor Augen halte, dass das Ananas-Kiwi-Physalis ist, dann schmecke ich auch Ananas-Kiwi-Physalis. Wenn ich es aber nicht wüsste, schmeckt es fruchtig-säuerlich. Aber ich muss sagen, Ananas kommt gut durch und die Kiwi kommt gut durch. Physalis, naja, schmeckt man unterschwellig auch, finde ich. Jetzt kriege ich den Deckel nicht drauf. Also das Wässerchen. Da war ein Haar. Das hat mich gerade die ganze Zeit hier an der Nase gekitzelt. Okay, gut. Okay, genug rumgespastet. Also das bekommt von mir einen Daumen nach oben. Ja, ich finde es lecker. Ich finde es, ich finde, ich was ist denn heute los? Ich habe vorhin nochmal Gummibärchen gekostet und oh, ich glaube, ich habe gerade so einen Zuckerschock. Dieses Wasser finde ich gut und es schmeckt mir und es ist eine schöne Erfrischung, vor allem wenn es frisch gekühlt ist. Das kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, ich kann es empfehlen. Also, danke fürs Reinschalten. Und man bemerke noch den Pfand. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.